Mein Name ist Clemens Schwertfeger. Ich leite die führende Personalagentur hier im Weser-Ems-Gebiet, mit der wir Fachspezialisten und Führungspositionen besetzen. Und wir stellen immer wieder fest, ohne eine gute Arbeitgebermarke, ohne ein gutes Employer-Branding, ist es sehr schwer, in diese Region Menschen zu holen, weil die Region nicht so bekannt ist, weil die Mittelständler häufig nicht bekannt sind und viele der hier vertretenen Branchen auch vielleicht nicht so besonders renommiert oder so sexy sind. Gerade der Mittelstand im Oldenburger Münsterland, häufig marktführende Unternehmen, aber eben mit einem nicht so hohen Bekanntheitsgrad, sollte sehr viel investieren in seine Marke, in ein gutes Employer-Branding, um Fachspezialisten und Führungskräfte auch von außerhalb anzulocken oder auch in der Region den eigenen Mitarbeitern, aber auch Mitarbeitern im Umfeld, potenziellen Mitarbeitern im Umfeld, darzustellen, was man doch eigentlich für ein tolles Unternehmen ist. Mein Name ist Lena Kisser, ich bin als Referentin Personal und Marketing bei der Dr. Schwertfeger Personalberatung tätig und wir haben jetzt zuletzt ein Pilotprojekt im Thema Employer Branding gestartet. Gutes Arbeitgebermarketing muss nicht teuer sein, es fängt schon bei einer einfachen Eingangsbestätigung bei einer Bewerbung an, geht über zu einem Willkommensgeschenk, einem kleinen Präsent zum Empfang des neuen Mitarbeiters und geht über auch zu einem Lob, zu einer Wertschätzung, die man dem Mitarbeiter gegenüber darstellt. Und das kommuniziert der Mitarbeiter natürlich auch nach außen.